Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich darf euch begrüßen zu einer Vorstellung einer Kanone. Und zwar wollten wir uns gerne mal, oder wollte ich euch gerne mal präsentieren, was denn überhaupt möglich ist. Ja, in dem letzten Video habe ich einen kleinen Beschusstest gemacht auf mein WarGear V7 und wir haben ja gesehen, wie lange ich mit dieser kleinen Stichkanone gebraucht habe, mich dadurch zu graben. Die Kanone an sich ist ja nicht schlecht, aber man hat gemerkt, es dauert eine Weile. Jetzt habe ich hier den guten Sebi, der stellt uns jetzt mal dieses tolle Geschütz vor. Und moin. Ja, Tachchen. Kannst gleich darüber ein bisschen mehr erzählen. Zum Anfang habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal, dass dieses WarGear intakt ist. Er ist voll durchgepanzert, so wie es sein soll. Wasser und TNT habe ich entfernt. Und ich setze mich jetzt mal entspannt in meine Brücke und lasse den Sebi einfach mal feuern. Und dann schauen wir uns mal an, was passiert. Ja, genau. Dann würde ich jetzt mal sagen, drücke ich den Knopf und hoffen wir das Beste. Ja, ich setze mich im Kommandosessel und schau mal, was passiert. Ich wundere, die Brücke sieht jetzt ein bisschen anders aus. Da haben wir einfach nur designtechnisch ein bisschen was geändert. Spannend, spannend. Hoffen wir mal, dass mein ersten Trick das ist. Ja! Huch. Oh. Und wie wir sehen, ist das Display voll durchgetroffen. Direkt durch den Display und wir können durchfliegen. Es war ein sauberer Durchschuss. Da sind alle Sensoren einmal weg mit einem Schuss. Es ist so absolut lächerlich. But wait, da geht noch mehr. Diese Kanone ist noch nicht bei ihr vollen Potenzial. Also erstmal möchte ich beanmerken, dass die anderen Kanonen sich bei diesem Sand, was runterfällt, wirklich nochmal beim nächsten Schuss aufhängt. Oh, wir sehen, die Struktur ist ja so viel anders als bei der Kanone. Ist ja lächerlich. Bei meinen Kanonen ist es halt so ein sauberer Stich und hier ist einfach nur alles zerberstet und heftig, heftig. Das ist schon extrem. Also ich muss persönlich sagen, ich habe noch nie damit auf den Morgen geschossen mit der Kanone. Also, ich nur auf Testblocks getestet. Ich gehe mal davon aus, dass halt auch, weil hier ein Gang war, dass deswegen hier so ein bisschen schräg geschossen hat oder so ein bisschen seltsam aussieht. Ja. Aber es ist schon lächerlich. Ja, wunderschön. Du hast die Kanone wieder beladen? Die Kanone ist wieder beladen. Okay, genau. Gut, dann gehen wir da mal hin, gucken uns das Ding einfach mal ganz grob ein bisschen an. Wir werden nicht weiter ins Detail gehen. Die Kanone wird so selbstverständlich auch nicht zur Verfügung gestellt. Das ist die sogenannte Private Tech. Ein bisschen kann man sehen von außen. Und Sebi sagte schon, wer es schafft, anhand von diesen Informationen, die wir jetzt sehen, die Kanone nachzubauen, der kriegt ebenfalls ein Bienchen in sein Hausaufgabenheft. Okay, gut, Sebi, dann erklär du mir doch einfach mal ein bisschen was von genau. Der Kanone. Genau, also diese Kanone hat insgesamt 720 TNT. Davon sind zwei Kammern hier, die ersten zwei Kammern hier, wo jeweils auf jeder Seite 8 TNT fehlen, es sind die Treibladungen. Und hier vorne haben wir 4 Kammern für die Projektile. Das Teil hat nämlich genau 512 Projektile und kommt damit 504 Blöcke tief. Eine wahnsinnig gute Effizienz. Die anderen paar TNT sind einfach auf der Strecke geblieben. Bei dieser Tiefe muss man einfach auch mal sagen, es ist... Ja, es geht einfach nicht. Also gehen tut es wahrscheinlich schon, aber es ist halt schon lächerlich. Also ich glaube, ich habe schon 3 Stunden gebraucht, um das einzustellen, dass das so tief kommt. Richtig, ganz wichtig, Leute, für euch selber, wenn ihr irgendwie mal Kanonen entwickelt oder so. Das Beste, was ich ja erreicht habe, ist eine Kanone mit 100 Projektilen. Davon schafft sie eine Tiefe von 93 Blöcken. Das heißt, wir haben sozusagen Verlust von 7. Hier, desto komplexer und größer die Kanone wird, desto größer ist natürlich auch der Verlust, wenn man merkt. Aber auf jeden Fall beachtlich. Ja, möchtest du sonst noch was dazu sagen? Sonst... Ja, prinzipiell, wir können noch einen Zweitschuss machen, weil das Ding hat ja einen Modihebel. Dann können wir eins drüber schießen. Da ist ja vorne dieser schöne kleine rote Block. Mhm. Der sieht sich dann beim Schießen, ich drück mal ab. Ein Kanone hat auch einfach einen Ausguck. Ich flieg mal ein Stück nach vorne. Oh, es laggt. Oh Gott, was ist das? Das sind halt 720 Projektile. Der Sound, die explodieren, das ist schon derb. Ja, das sehen wir auch hier oben. Ja, ein sauberer Kopfschuss, ehrlich, das ist einfach nur lächerlich. Einfach hier so, hier ist der Kanonengang und die Kanonen sind schon gut gepanzert, einfach durch. Also, und das hier oben ist ja auch nichts mehr an Technik, hier oben ist ja wirklich nur noch ein gerader Gang von Endstorn. Ja, hier ist noch das Treppenhaus und dann, ja, wie man sieht, nichts im Weg, keine Technik, kaum Gänge. Kein Wasser, nichts, das ist halt einfach durchgepustet. Das ist halt wirklich glatter Düte. Tja. Also, wie lang ist dein WarGear jetzt? Da müsste ich lügen. Das hat jetzt, glaube ich, eine Länge von knapp 400 Blöcken. Obwohl, Moment, wir schauen mal ganz kurz nach. Und zwar, wir haben hier 1430. Und hier vorne haben wir 1160. Das heißt, ja, sagen wir mal ganz grob überschlagen, 300 Blöcke.
300 Blöcke, dann kann man clean sagen, wenn wir das Worgen nochmal dahinter pacen würden, können wir da auch nochmal locker einen Kanonenkill hinlegen. Also, ich würde sagen, es kommt tief. Auf jeden Fall, das ist krass. So, da sind wir wieder. Wir haben den Testblock jetzt gemacht. Der Testblock ist jetzt knapp 700 Blöcke lang. Und, ach ja, genau, Sebi hat gerade erzählt noch, die Kanone hat eine Panzerung von 250 Blöcken. Mit dazu kommt noch der Abstand zu den gegnerischen Wargames mit 50 Blöcken. Das heißt, wir haben den gesamten Weg, die der Kanone erstmal alleine zurücklegen muss, von 300 Blöcken. Nur mal so angemerkt. Das ist eine spannende Angelegenheit. Auf jeden Fall. So, dann. Gut, dann drück ich ab. Dann drück mal ab. Peng! Ich hab die Soundeffekte mal nachgemacht, weil es keine gibt. So. Alles klar, warte mal, ich flieg erstmal durch. Ich wollte gerade sagen, ich fliege mit der Axt hinterher und versuche das Ganze auszumessen. Ach, es ist einfach lächerlich. Und Leute, es ist wirklich massiver Endstone. Und wir sind hier in der 1.16.5. Also, ja, also hier soll, ist, was soll man hier noch zu sagen? Es ist einfach lächerlich. Also hier ist wirklich nichts getrickst. Die Kanone ist auch komplett beladbar. Also es geht natürlich sogar noch leicht einen tieferen Stich zu machen. Genau, also ich will auch niemanden abstreiten, wenn jetzt hier irgendjemand in der Warge-Szene zuguckt oder sowas. Jungs, es geht tiefer. Ich weiß, dass es tiefer kommt. Aber die Kanone ist beladbar. Und das ist das Krasse an der ganzen Sache. Also du kannst die ganz gediegen in bisschen über 2 Minuten 20, 2 Minuten 30, glaube ich, kannst du die voll beladen. Das war nämlich meine nächste Frage, wie schnell belädst du die nach? Also sagst genau, 2 Minuten 30. Es ist übrigens gerade gediegene, laut World Edit, 508 Blöcke tief gekommen. Ah, 508 Blöcke. Das müsst ihr euch... Ja, so 4 Blöcke Toleranz sind da immer drin. So ist bei dieser Länge auch einfach. Genau, also wie normal, also das spielt man einfach in einer anderen Liga. Also nochmal zu der Sache mit den Tricksen, wie gesagt, wir haben ja gerade den Testblock nochmal gesetzt. Wenn du willst, Sebi, kannst du ja nochmal den Höhenmodi-Stich abfeuern, dann bleibe ich im Testblock mal selber drin und dann sehen wir, wie das Ding direkt geladen wird. Mehr Beweise kann ich dann auch absolut gar nicht liefern. Aber jeder, der sich halt mit TNT-Kanonen so ein bisschen auskennt, der weiß, dass da nichts getrickst ist. So, also ich wäre bereit, ich bleibe jetzt einfach mal so stehen, so ja, ich bestmögliche die Kanone gerade im World neu beladen. Höhenmodi ist eingelegt. Zweitschuss kommt raus. Zack. Oh, wir haben auch Sound gehabt und dann auch ein bisschen das TNT fliegen sehen. Und jetzt wird das durchgerendert einmal. Ja, und es hört nicht auf und hört nicht auf und hört nicht auf. Und Ende. Ja. Ah, 3 Blöcke weniger. Ärgerlich. Ah, schade. Genau. Ja, man muss auch dazu sagen, mal. Bei der Kanone, also die Kanone jagt sich tatsächlich selber eigentlich so gut wie nie. Also ab und zu, wenn du die Kanone, wir haben es mal ausprobiert, 6-mal gleichzeitig abschießt, also quasi muss man rechnen, 6-mal 720, dann kommt Minecraft einfach an seine Grenzen. Dann jagt sie sich schon in die Luft, aber wenn du die schön einzeln nacheinander abschießt, funktioniert die mit jedem Schuss. Ohne Probleme. 506 Blöcke tief. Der untere kam 2 Blöcke noch 2 Blöcke tiefer. Ja, ein sehr schöner Stich auf jeden Fall. Gut, Sebi, hast du noch was dazu zu sagen? Eigentlich nicht. Dann bedanke ich mich vielmals für die Vorstellung der Kanone. Ich hoffe, euch hat es auch auf jeden Fall gefallen. Lasst gerne was in den Kommentaren zurück. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.